Willkommen zu Level Up, der immer noch geilsten Gaming-Sendung Oberfrankens. Wir sind hier bei den Medienwissenschaften der Universität Bayreuth, wo gerade einer von vielen Spieleabenden stattfindet. Da wird in den dunkelsten Ecken gespielt und diesmal keine digitalen, sondern Brettspiele. Ey, was? Wer seid ihr denn? Und wie Brettspiele, Zeit und die E3 in L.A. in eine Sendung passen, das seht ihr jetzt. Ey, Max, ja nicht nochmal mich zu unterbrechen. Scheiße, hört auf mit dem Mist! Es sieht zwar nicht danach aus, aber neben uns wird World of Warcraft gespielt, und zwar die Brettspieladaption. Solche gibt es von vielen bekannten Titeln, wie unter anderem auch StarCraft oder Doom. Ja, aber leider sind die Regeln meistens so dick, dass es Tage brauchen würde, die zu verstehen. Was eine gute Brettspielumsetzung ausmacht, das hat Paul für uns herausgefunden. Wie soll man denn da noch mithalten? Das wird sich sicher auch der eine oder andere Brettspieldesigner gedacht haben. Die digitale Konkurrenz hat in den letzten zwei Jahrzehnten traditionelle Spiele blitzartig eingeholt, vielleicht sogar überholt. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass es Brettspieladaptionen von beliebten Videospielen gibt. Aber haben diese einen Mehrwert? Oder existieren sie nur, um auch noch die letzten paar Euro aus dem Franchise herauszukratzen? Am Spieleabend der Medienwissenschaft Bayreuth finden sich regelmäßig Spieleenthusiasten zusammen, um Altes und Neues zu spielen und darüber zu diskutieren. Dieses Mal waren Brettspieladaptionen von Titeln wie Bioshock, World of Warcraft und Angry Birds an der Reihe. Also im Risiko hast du halt deine Gebiete, die du erobern musst. Ja. Und so war das Grundkonzept von Bioshock Infinite, dem Brettspiel, auch. Aber es gab da noch diverse Karten, es gab Münzen, es gab Special-Karten mit verschiedenen Eigenschaften, die wiederum drei verschiedene Werte hatten. Würdest du Bioshock Infinite das Brettspiel weiterempfehlen? Nee, okay. Würde ich nicht. Würdest du es nicht weiterempfehlen? Nee, war ultra komplex, kack langweilig, und bis man die Anleitung erstmal gerafft hat, wir haben sie nicht gerafft, wir mussten immer nachschauen, vergehen erstmal ein paar Stunden. Also, ja, das spiele ich lieber das Videospiel noch mal. Brettspieladaptionen von Videospielen haben, wie viele transmediale Erzeugnisse, keinen guten Ruf. Oft werden bei diesen Spielen lediglich Story-Elemente des Videospiels kopiert und leicht abgeändert. Die Mechaniken werden dann irgendwie dazu improvisiert. Das führt zu dicken Regelbüchern und vielen Spielfiguren. Diese machen die Brettspiele ohne eine sehr lange Vorbereitung beinahe unspielbar. Tatsächlich wird ein Brettspiel nie die mechanische Tiefe eines Videospiels erreichen, weil der Computer viel besser darin ist, Daten zu verarbeiten, als der Mensch. Aber warum gibt es überhaupt noch Brettspiele? Brettspiele haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber Videospielen. Erstens ein höheres Maß an sozialer Interaktion und zweitens mehr kreativen Umgang mit den Spielregeln. Das heißt, Brettspieladaptionen müssen die jeweiligen Mechaniken der Videospiele so abändern, dass diese beiden Aspekte besonders zur Geltung kommen. Das ist bei manchen leichter als bei anderen. World of Warcraft fördert beispielsweise bereits in der digitalen Version eben jene Kreativität und setzt soziale Interaktion und Kooperation zu einem gewissen Grad voraus. Dagegen bietet ein Spiel wie Angry Birds schon viel mehr Möglichkeiten, diese beiden Aspekte durch neue Mechaniken zu verstärken. Ein Punkt ist halt anders natürlich, dass damit es halt zum Multiplayer-Spiel, sag ich mal, zum Gruppenspiel wird, dass die anderen Menschen quasi den Turm für dich aufbauen müssen und du als Spieler musst ihn natürlich umwerfen mit deinen, also mit den Vögeln dann. Generell kann man sagen, je komplexer das digitale Spiel, desto schwieriger ist es, eine authentische und vor allem mechanisch intuitive Brettspieladaption zu kreieren. Denn natürlich eignen sich Spiele wie World of Warcraft oder StarCraft von der zentralen Mechanik her recht gut für eine Tabletop-Adaption. Doch macht der schiere Umfang der Regeln selbst die Umsetzung einer abgespeckten Version beinahe unmöglich.
Ey, ich hab die Schnauze voll. Selbst das dickste Regelwerk löst aber nicht alle Missverständnisse. Da wäre es praktisch, wenn man die Zeit einfach mal zurückdrehen könnte. Ungefähr so. Die Manipulation der Zeit ist in der Popkultur sehr beliebt und sehr viele Spiele werden damit umgesetzt. Zum Beispiel mit einem Zeitstopp. Colin erzählt uns jetzt eine kurze Geschichte der Zeit in Videospielen. Manchmal wünscht man sich einfach, die Zeit zurückdrehen zu können. Dumme Fehler, welche man gemacht hat, einfach ungeschehen machen. Der in der Realität utopische Gedanke wurde bereits auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Das Spiel mit der Zeit selbst steht in vielen Videospielen im Vordergrund und die damit einhergehende Interaktivität macht es uns möglich, Kronos einen Strich durch die Rechnung zu machen. Spiele ermöglichen es uns, der Zeit selbst die Stirn bieten zu können. Die sogenannte Bullet Time, also das Verlangsamen der Zeit als Spielmechanik selbst, wurde das erste Mal in Requiem Avenging Angel eingesetzt. Großen Bekanntheitsgrad erlangte diese allerdings durch Max Payne 1. In Slow Motion ist einfach alles besser und natürlich auch langsamer. Das hat sich Jordan Mechner auch gedacht und integrierte neben der Slow Motion in Prince of Persia The Sands of Time zusätzlich das Zurückspulen der Zeit als Primärmechanik. Allerdings ist es dafür nötig, immer etwas glitzernden magischen Sand dabei zu haben. Da sich alle Bewohner der Stadt inklusive des eigenen Vaters in Sandmonster verwandeln und sich auch noch die hauseigene Verteidigungsanlage gegen einwendet, gibt man relativ häufig den Löffel ab. Mit einem simplen Knopfdruck werden alle Fehler rückgängig gemacht und ein neuer Versuch gestartet. Ob es diesen magischen Sand wohl zu kaufen gibt? Dieser Mechanik nahm sich auch Jonathan Blow mit seinem Spiel Braid an. Das 2008 veröffentlichte Jump'n'Run gewann bereits 2006 den Preis für innovative Spielmechanismen beim Independent Games Festival. Im Gegensatz zu Prince of Persia sind bestimmte Objekte in der Spielwelt nicht von der Zeitmanipulation betroffen. Diese grün leuchtenden Gegenstände sind im Spiel die einzigen Konstanten und somit verantwortlich für das eigentliche Gameplay. Ziel des Spiels ist es, verschiedene Puzzleteile, welche im Level versteckt sind, zu finden und zu einem Bild zusammenzusetzen. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Im Gegensatz zum eigentlichen Spiel verläuft die Handlung strikt linear. Während der kompletten Spielzeit ist man Herr über die Zeit und kann wie in Prince of Persia auch dem eigenen Tod entgehen, aber wie es sich herausstellt, nicht dem eigenen Schicksal. Dieser Herausforderung hat sich das polnische Entwicklerteam von Super Hot gestellt. In diesem First-Person-Shooter läuft die Zeit nur ab, sobald man sich bewegt. Die Zeitmanipulation ist also mit der Bewegung der Spielfigur gekoppelt. Diese Spielmechanik macht jedes Level zu einem einzigartig kniffligen Puzzle. Auch die Community stimmt dem zu und hat den Entwicklern in nur 24 Stunden $100.000 auf Kickstarter zur Verfügung gestellt. In jedem dieser Spiele hat die Zeit ihren besonderen Stellenwert, egal ob narrativ, ästhetisch oder spielmechanisch. Mit der Zeit und den daraus entstehenden Zeitparadoxa zu experimentieren macht einfach Spaß und überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Also geht hinaus und nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Vielleicht ist ja auch eins von diesen Spielen dabei. So, genug von Würfeln und Karten. Wir widmen uns wieder den elektronischen Spielen. Das Stichwort wurde genannt. Es geht jetzt um die E3, die Electronic Entertainment Expo. Die findet jedes Jahr in LA statt und ist eine der größten und bekanntesten Spielemessen überhaupt. Dort können Entwickler und Publisher ihre Neuerscheinungen vorstellen, sowohl Soft- als auch Hardware. Zwischen vielen vorgestellten Blockbustern gehen kleinere Produktionen häufig unter. Kevin hat mal über den Tellerrand geschaut und stellt euch die Indie-Highlights der Messe vor. Viel Spaß! Nur zwei Tage vor dem Anpfiff in Brasilien lud die E3 Fachbesucher aus aller Welt nach Los Angeles, um der Branche mit brandheißen Ankündigungen einzuheizen. Heutzutage gilt die E3 aber oft als kommerziell und berechenbar. Das Vorurteil? Geschäftsführer ohne Herzblut beklatschen sich selbst, während sie Blockbuster von der Stange präsentieren. Hauptsache es knallt und bringt Geld,
und Hauptsache, ein weißer Protagonist mit Ecken und Kanten stellt seine Männlichkeit unter Beweis. Wer genau hinsieht, findet allerdings immer wieder Titel, die sich durch Kreativität und Leidenschaft vom Mainstream abkapseln. Eine dieser Perlen war dieses Jahr Ori and the Blind Forest. Verpackt als konventioneller Plattformer wird hier eine Geschichte über das Erwachsenwerden erzählt. Dabei lebt das Spiel vor allem von seiner dichten Atmosphäre und der Nähe zu den Figuren. Eines steht also jetzt schon fest: Moon Studios entwickeln hier ein audiovisuelles Erlebnis, das stark mit euren Emotionen spielen wird. Frech und chaotisch geht es dafür in Cuphead zur Sache. Hier wird gerannt, hier wird geballert. Und das alles in der Cartoon-Ästhetik der 30er Jahre. Als Mischung aus Mega Man und Mickey Mouse punktet das Spiel mit charmanten Animationen und einer großen Portion Action. Die Macher versprechen neben dem Singleplayer-Modus übrigens auch Co-op-Features. Der Zauber des klassischen Zeichentricks lässt sich also auch ganz wie früher gemeinsam mit Freunden erleben. Eher experimentellen Charakter hat dagegen Entwined, ein von Sony finanziertes Studentenprojekt. Ähnlich wie zum Beispiel in Brothers steuert in Entwined zwei Figuren über die Analogsticks, mit dem Unterschied, dass sie sich in Entwined niemals berühren können. Erst wenn ihr zielsicher die Muster durchfliegt, fusionieren Fisch und Vogel zu einem Drachen, mit dem ihr dann frei durch die Welt fliegen könnt. Das kann interessant werden, vielleicht aber auch eine Spur zu künstlerisch. Wenn euch das also zu aufgesetzt klingt, habt ihr mit Aztes wahrscheinlich mehr Spaß. Das stilisierte Prügelspiel schickt euch als Herrscher der Azteken auf großen Schlagabtausch mit aufmüpfigen Widersachern. Besonders spannend ist die Verbindung mit Elementen der rundenbasierten Strategie, die sich direkt auf die Action-Segmente auswirken. Das funktioniert auch umgekehrt. Verliert ihr einen Kampf gegen Aufständische, geht die Stadt im Strategiemodus als verloren und euer Reich ist geschwächt. Ob das Spaß macht, sehen wir noch dieses Jahr. Aztes erscheint voraussichtlich im Herbst. Die Palette der originellen E3-Spiele reicht natürlich noch viel weiter. Mit Splatoon kündigt Nintendo farbenfrohe Multiplayer-Action an. Murasaki Baby für die PlayStation Vita verspricht surrealen Horror für unterwegs und Ubisofts Valiant Hearts beleuchtet Einzelschicksale des Ersten Weltkriegs im dazu eigentlich widersprüchlichen Cartoon-Look. Die E3 2014 war also mehr als das jährliche FIFA-Update, sondern der Beweis für eine lebendige Kreativszene, der in Zukunft gerne noch mehr Aufmerksamkeit zukommen darf. So, der letzte Beitrag hat mich so richtig heiß aufs Zocken gemacht. Gott sei Dank haben wir es nicht weit, um unsere Zockerlust zu befriedigen. Das heißt, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Also, bis dann. Viel Spaß. Oh yes! Aber neben uns wird gerade World of Warcraft gespielt. Und zwar die Brettspieler. Okay, apropos Spiele, Zeit und die E3 in L.A. Durchlaufen. Ja, geil. Durchlaufen von vorn. Müssen wir nicht weit gehen. Und unsere Bester Schauspieler. Ja, mach mal schnell.